Und da sind wir wieder. Ach ja, und versuchen die besten Schwerter, die man für Geld bekommen kann, Deinesgleichen zu sollte in bekommen. Novigrad nichts zu melden haben. Es ist dunkel, also gehen wir. Hey, Süßer, gefalle ich dir? Obwohl, warte mal. Die. Nein, mach mal vorher schnell die Krüppelkati-Quest. Befreien wir den Puff. Kämpfen, oder? Tut mir leid, Kollege, aber du musst dein Horn woanders füllen. Dieses Etablissement gehört heute zu Skellige. Mir scheint, wir sind in Novigrad. In Novigrad gelten die Regeln von Novigrad. Und die brecht ihr gerade. Wie bitte? Seit wann darf man nicht in Ruhe trinken? Sich etwas amüsieren? Zieh Leine, sonst kriegst du den Zorn eines Skelligers zu spüren. Nimm deine Freunde und geh. Und zwar höflich. Es hat was Jedi-mäßiges. Ja, Leute, Zeit zu gehen! Es sind nicht die Roboter, die ihr sucht. Diese Schwerter. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Verdammte Schwarze! Geh zu der Frau zurück. Vielen Dank. Wir hätten es alleine nicht geschafft. Wir haben nicht viel. Ich hoffe, dies reicht dir. Oh. Ein Herz für Huren. Behaltet es. Ihr braucht es dringender als ich. Danke. Leute wie du geben mir das Vertrauen in die Menschheit zurück. Und zurück zu den Knödeln. Verdammte Schwarze! So, wir wissen jetzt das Wichtigste. Nur eine Wache beim Eingang. Um die kümmere ich mich. Dachte ich mir. Meine Nase ist nicht die beste. Ich finde die richtigen Kisten nicht. Du musst sie mit Kreide markieren. Wir besorgen inzwischen einen Karren. Gut. Und wenn ich fertig bin, was dann? Dann verlässt du das Lagerhaus und wir gehen rein. Alter vor Schönheit. Na, Junge? Kannst du uns mal helfen, Meister? Wir haben zu wenig Geld für die nächste Runde. Wir sind nämlich Kollegen, weißt du? Ex und ich. Wir sind Metzger. Du schlachtest, wir schlachten. Nur verdienen Hexer besser. Ganze Dörfer werfen zusammen. Hohe Herren öffnen die Börsen. Hohe Damen die Schenkel. Da war ich wohl in den falschen Dörfern und hatte mit den falschen hohen Damen und Herren zu tun. Los, lass uns nicht betteln. Wozu ist ein Hexer denn eigentlich gut? Doch dazu, Leuten in der Not zu helfen. Nein. Ihr Jungs seht müde aus. Ihr geht besser nach Hause. Tja, seit wann trinken wir denn jetzt? Seit 2 Tagen. Wohlgesprochen, Meister. Wir gehen nach Hause. Ja, ich habe gelernt, es muss nicht immer Gewalt sein. Ich bin so weit gekommen, wie Scheiße. Irgendwas an dir stinkt, finde ich. Gibt's hier einen Eingang? Nö, warum auch? Was zur Hölle? Du bist es. Ich erkenne dich. Herr Zwerg, das ist der verlogene Dieb, von dem ich erzählt habe. Verfolgst du mich, du Halunke?
So ein Schwachsinn. Ich kenne ihn. Das ist der Hexer Geralt. Wie geht's denn, Meister Hexer? Ein Hexer? Dann ergibt alles Sinn. Herr Zwerg, hör nicht auf ihn. Der Bastard verflucht uns sonst. Hast du den Kopf mit einem Troll getauscht? Jarpen Sigrins Freunde sind auch meine Freunde. Jetzt schwirre ab, bevor ich die Beherrschung verliere. Sofort. Abracadabra, Hokus Pokus. Wie läuft's denn, Meister Hexer? Suchst du in Van Horns Lagerhaus was Bestimmtes? Ja. Viele Grüße von Jarpen Zigrin. Bei Rundurin, klau bloß nicht alles. Und schnell, greif zu, solange ich auf dem Klo bin. Was für ein Lächeln, wie eine offene Wunde. Wo sind die Handwerksrohstoffe? Muss richtig sein. Stinkt nach Ammoniak. Das wär's. Dann gebe ich mal Bescheid. Ihr hättet auch gleich mit reinkommen können, ihr Pfosten. Hast du eine Ahnung, wessen Lagerhaus das ist, du Ziegenficker? Och, Geralt. Das ist der Typ, den Hattori erwähnt hat, der es mit Hacker treibt oder so ähnlich. Sucrus, was machst du hier? Ja, war klar. Mit dem Zauberer? Oh, ich verstehe. Das ist ein gigantischer Scherz von dir. Hat dich Hattori hergeschickt. Dieser beschissene Anderling wird noch bereuen, dass seine Mutter ihn nicht mit der Nabelschnur erwürgt hat. Aber zuerst werfen wir euch den Krabben vor. Hände weg von meinem Schwager. Wenn den einer verdrischt, dann ich, kapiert? Bruder, lass uns mit diesen scheiß Nordlingen den Boden aufwischen. Los, Geralt, auf sie! Langsam, Sucrus. Lass uns reden. Ich muss meinen Schwager retten. Angriff! Das jetzt sein? Mit diesem Kämpfer könnten wir ganz Nilfgaard erobern. Sucrus, vergib mir. Ich liebe dich wie einen Bruder, du räudiges Sackgesicht. Frieden? Klar, Frieden. Was bringt denn die Streiterei? Welcher Dracker hat mich denn da getroffen? Ich will die Versöhnung nicht stören, aber was machen wir mit Van Horn? Wir bringen ihn nach Skellige, bevor er zu sich kommt. Er wird dir keinen Ärger mehr machen. Und vielleicht wagen wir ein neues Unternehmen? Aber zuerst müssen wir Hattori diese Kisten bringen. Stimmt. Ich sollte auch mal bei ihm vorbeischauen. Ja, sollte ich. Aber erst liegt hier ein bisschen Kriegsbeute. Let's go.
lenkt er mich jetzt hier rum? Grüß dich, Abe hier. Geralt, du bist zurück. Gesund und munter. Genau. Geht es dir gut? Es ging mir nie besser. Als Van Horn endlich weg war, hat Hacker das Interesse an Schwertschmieden verloren. Ich kann wieder Schwerter herstellen, ohne fürchten zu müssen, dass meine Werkstatt in Flammen aufgeht. Bin froh, das zu hören. Und ich erst. Sucrus brauche ich nicht mehr und kann all meine Zeit meiner wahren Leidenschaft widmen. Ich danke dir, Hexer. Kannst du mir jetzt etwas Außergewöhnliches anfertigen? Natürlich. Wie vereinbart. Gib mir ein paar Tage. Dann komm dein neues Schwert abholen. Kannst du mich auch... Grüß dich, Abe Herr. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Was hast du denn im Angebot? Ich muss erstmal Schrott loswerden. Hast du Geld? Ja, du hast Geld. Da klingelt die Kasse. Oh, was ist das denn? Nee. Adrenalingewinnung benutze ich nicht. Das benutze ich auch nicht. Das benutze ich. Das auch. Benutze ich auch nicht. Ich hatte doch hier irgendwo... 2x20. So, du bist pleite, okay. Stufe 24. Boah, sind die Teile teuer. Mal den ganzen Müll hier loswerden. Ah, kostet mir da was ab? Nein. Doch, das Parfum oder was? Ach ne, die Ding. Ja. Wo waren wir? Behalte ich. Kann ich verkaufen? Verkaufe ich. 3% Chance auf Verbrennen. 5%. Also kann ich die verkaufen. Brauche ich auch nicht.
benutze ich nicht. Oh, das kann ich nicht mehr leisten. Na gut. Oh, schön, plus 90, Level 26. Oh, er ist ein Meisterschwert. Ah. Oh ja, ich werde an diesem Mann viel Freunde haben. So. Kann ich irgendwas zerlegen? Ich kann viel zerlegen. Bis dann. Ist mein Schwert eigentlich schon fertig? Vielleicht ist es das. Grüß dich, Apeher. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Ist mein Schwert schon fertig? Noch nicht ganz. Kannst du später wiederkommen? Ist da. Dann suchen wir uns in der Zeit eben was anderes. Glaube ich nicht mehr viel. Pustet sich da die Lunge aus dem Hals. Ein ganzer Tag verschwendet. Abscheulich. Solches Geschmeiß sollte man nicht in Tavernen mit anständigen Leuten lassen. Wo gehst du hin? Oh! Was soll die Eile? Zur einsamen Hütte. Und der Notarzt. Was ist denn heute los? Deshalb nehme ich tagsüber so ungern auf. Oh, ein Händler, sieh da. Sei gegrüßt. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Ja, 240 hat er ja.
Leb wohl. Pass auf! Das ist also das Spukhaus. Dann schauen wir uns mal um da drin. Das ganze Gebäude wackelt, aber ein Geist hätte mich schon angegriffen. Der Bewohner ist offensichtlich in Eile aufgebrochen. Salz. Vermutlich, um Geister zu vertreiben. Ha, alberner Aberglaube. Hey, ziehst du gerade Supernatural ins Lächerliche? Durch diesen Spalt zieht es. Da ist was drin. Die Wand kommt mir recht dünn vor. Was zur... Hier war lange keiner mehr. Das ist keine normale Wurzel. Die Pflanze muss magisch sein. Sieht wie ein Tagebuch aus. Dann gucken wir mal. Was ist denn das Tagebuch? So ein hübsches Haus. Ich kann nicht fassen, dass wir so günstiger stehen konnten. Valeria war ja immer geschäftstüchtig. Sie hat so erbarmungslos gefeilscht, dass der Makler um ein Drittel runtergehen musste. Unglaublich. Valeria sagt, dass die Raumaufteilung außergewöhnlich gut gelungen ist. Morgen holen wir unsere Sachen. Es wird schön werden, ein eigenes Haus zu haben. Endlich Ruhe und Frieden. Kaum hatten wir die Möbel arrangiert, befand Valeria, dass die Wände gelb gestrichen werden müssen. Vielleicht ist das eine gute Idee. Es sorgt für mehr Gemütlichkeit. Valerias Mutter hat uns besucht. Morgen streiche ich die Wände grün. Valeria hat in der Nacht Geräusche gehört. Sie hat mich mehrfach geweckt, aber ich vernahm nichts. Heute habe ich es auch gehört. Die Wände haben gewackelt. Valeria hat von den Nachbarn erfahren, dass in diesem Haus einst ein mächtiger Magier gelebt hat.
Sie sagen, dass er Dämonen beschworen hat und sein Geist noch im Haus umgeht. Die Leute glauben ja den abenteuerlichsten Unfug. Valeria hat beschlossen, für eine Weile wieder zu ihrer Mutter zu ziehen, bis ich etwas mit den Wänden unternommen habe. Ich spaßte, dass ich sie nochmal streichen könnte, aber das fand sie wohl nicht komisch. Die Wandverkleidung fällt ab. Ich vermeinte letzte Nacht etwas gehört zu haben, wie ein ersticktes Brüllen. Valeria ist wieder da. Sie hat einen Käufer für das Haus gefunden. Um jeden Verdacht auszuschließen, hat sie behauptet, die Witwe des Magiers zu sein, die das Anwesen nach dem unglücklichen Tod ihres Gatten auf dem Scheiterhaufen verkaufen möchte. Der dumme Graf glaubt sicher, ein unvergleichliches Schnäppchen gemacht zu haben. Averick von Blablas Tagebuch. Ist grün. Ja, da ist es. Im Umgang mit Kreaturen dieser Art ist es unabdinglich, ein Gleichgewicht zwischen der Ausübung ihres Willens und der Einschränkung durch die Fesseln der Dienerschaft zu erreichen. Der verständige Elementarist sollte nach Zähmung eines magischen Dieners der süßen, doch verhängnisvollen Versuchung widerstehen, die Kreatur zu entfesseln, da hieraus nur Unbill entstehen wird, ja sogar Heulen und Zähne klappern. Ebenso ist es nutzlos, das Joch des Dieners zu stramm zu ziehen, weil die Kreatur damit dumpf und dämlich wie ein Brocken Erde sein wird. Die Kunst besteht darin, eine angemessene magische Barriere zu erschaffen, dessen Wirksamkeit von einem Kristall der Macht unterstützt wird. Der Kristall ist von größter Wichtigkeit. Sollte er kaputt gehen, fällt die Barriere in sich zusammen, aber keine Sorge, weder Axt noch Klinge können ihm etwas anhaben. Solch eine geschützte Barriere soll als des Dieners Gefängnis dienen, ohne seine Macht jedoch ungebührlich einzuschränken. Hierzu sind freilich vorzügliche Fähigkeiten vonnöten, die durch oberflächliches Studium und gelegentliche Praxis nicht zu erwerben sind. Die Stümper und Tunichtgute unserer Profession brauchen sich gar nicht zu bewerben. Gut, ich muss Dukas eine Reinschrift davon anfertigen und zur Veröffentlichung vorbereiten lassen. Wo der Tölpel steckt, habe ich ihn doch schon vor Urzeiten um Käse und Tinte geschickt. Aha. Ein Erdgenius. Ziemlich mächtig obendrein. Ich muss tiefer rein und irgendwie den Durchgang öffnen. Meteorbombe und Konstrukte. Habe ich das eigentlich? Okay, ich kann momentan nichts herstellen.
Da hat was geklickt. Seine magischen Fesseln gesprengt. Ein paar Tage länger und er hätte überall Verwüstung angerichtet. Nein, erstmal hätte ich gern nochmal. Ich war sicher, dass sie über mir zusammenbrechen würden. Das war's schon. Die Raumaufteilung fand sie gut. Dann holen wir uns mal unsere Belohnung ab. Verdient haben wir sie auf jeden Fall, also. Es war mal ein hartes Stück Arbeit. Ja. Drauf kloppen und ausweichen. Hartes Stück Arbeit. So. Wo ist denn nur der gute Mann? Warum bin ich... Was
Was ist nochmal mit Foltes passiert? Herhört! Herhört! Alle Wassern! Schon die neuen Schachwedel gesehen? Nein. Lohnt es sich denn? Und wie? Wieder runter, darüber, darüber, darunter. Ja. Ich möchte mein Geld haben. Das Haus dürfte keinen Ärger mehr machen. Kleine Renovierung und es müsste bewohnbar sein. Wirklich? Naja, der Preis ist gerade ganz schön geklettert. Was genau ist das Problem? Ein Erdgenius im Keller. Er hat versucht rauszukommen und dabei fast das Haus demoliert. Viel interessanter als ein Geist. Das steht fest. Der Keller, den du erwähnst, lässt er sich möblieren? Schwer zu sagen. Wir werden sehen. Ah, dein Lohn. Bitte. Und leb wohl. Schon wieder du, riesiger Raumtreiber? Von dir, ehrlich? Jetzt schwimmst du in Ruhm und Geld, nicht wahr? 300, jawohl. Dann sing laut. Das war doch kein George. Oder noch Schönes. Es werden immer weniger. Ja, schon lange nicht mehr. Mal kurz alles wieder aufladen. Zack, zack, zack. Danke, Hexer. Ja. Da vorne ist ein Stadttor, das heißt, da müsste auch ein Schnellreisepunkt sein. Lass sie rein, wenn sie unbedingt wollen. Die Schwarzen. Vielleicht soll man sie gehen. Weil Ehrendorf ist doch ein Stückchen weg. Mir verfault das Obst auf dem Wagen. Also weiter. Ein Stückchen ist gut. Thank you.
Meister Hexer, es gibt eine Begräbnisstätte der Warum Elfen so in Höhen bei Mittelheim und haufenweise Monster, die sich dort herumtreiben. Und hier hätte ich gesagt, musst du mich die ganze Zeit anrempeln? Was willst du? Hexer. Erinnerst du mich an Triss? Und hier lassen wir den Hexer stehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.